Hä? Ich kann mich nicht bewegen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Survival Games. Wir spielen wieder auf der Map Mad Gold Realm. Und ich bin wieder zu dumm, diesen Scheißnamen auszusprechen. Ja, mit uns im Distrikt ist Summerex PvP, PvP, keine Ahnung. Und wir sind wieder der Distrikt, dass irgendwelche Tiere neben uns spawnen und wir gekochtes Fleisch bekommen. Ja, ich habe es endlich herausgefunden, warum mein Mikrofon ein Echo hatte. Oh, scheiße. Jawohl. Oh. Oh Gott, ich muss weg. Scheiße. Jetzt habe ich gerade gefailt, aber erstmal in Sicherheit bringen. Oh nö. Erstmal hier lange rennen. Ich hoffe, wir werden nicht verfolgt. Ich muss mich jetzt mal wieder einspielen. Ich habe es richtig lange nicht mehr gespielt. Oh Gott. Und danach öffnen wir unser Backpack. Oh fuck, da kommt jemand. Schnell weg hier. Hallo, komm her. Komm auf die Brücke. Komm. Komm. No. Ey, auch zu schön gewesen. Oh nein, mein Partner ist schon gestorben. Geben wir uns erstmal das Wichtigste raus. Ein Steinschwert. Ein bisschen Erfahrung. Und Eisenrüstung, Bogen, mehr Erfahrung. Oh, ich bin richtig aufgeregt. Aber Eisenrüstung ist schon mal nicht schlecht für den Anfang. Jetzt brauchen wir nur noch Kisten. Auf der Map gibt es ja nicht so viele Kisten. Oder zumindest sind sie gut versteckt. Alter, wie viele gerade sterben. Also, das Problem bei meinem Mikrofon, dass es immer so ein behindertes Echo gegeben hat, lag daran, dass ich Echo Cancellation anhatte. Das heißt eigentlich, macht diese Funktion meines Treibers, meines Soundkartentreibers, genau das Gegenteil von dem, was es tun sollte. Es erzeugt ein Echo, anstatt eins zu unterdrücken, was ich ein bisschen paradox finde. Aber hey, ist sicher deshalb zum Verkaufsschlager geworden, die Soundkarte. Ich meine, wer will schon nicht eine Soundkarte, die genau das Gegenteil tut von dem, was sie eigentlich sollte. Jetzt haben wir schon Schuhe bekommen und jetzt haben wir zwei Kompasse. Kompasse? Kompass? Kompasse? Egal. Ups. Angeln und Pfeile. Perfekt. Zwei Pfeile. Machen wir mal die Angeln auf die drei. Gucken uns mal in dem Turm um. So, erstmal ein bisschen runterkommen. Ich muss überlegen, was ich überhaupt sagen will. Was ich überhaupt erzählen will, weil ich rede es eigentlich gerade nur, ohne nachzudenken. Ich glaube, das merkt ihr auch. Und wir haben eine Hose. Es fehlt uns nur noch ein Helm. Wo sind wir denn gerade? Ich habe keine Ahnung. Und bei uns ist gerade niemand in der Nähe, was ich cool finde. Backpack ist nichts mehr, oder? Nee, da machen wir mal ein paar Angeln rein. Ein Angelrucksack. Sack. Nein, egal. So. Da ist, glaube ich, keine Truhe. Autsch. Da muss wohl jemand richtig aggressiv sein. Hier waren wir schon, gell? Hier kommen wir her. Oder kommen wir hierher? Oh Gott, ich bin so verwirrt. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Gehen wir erstmal hier lang. Hey, ich bin eigentlich gerade an der Stelle, wo es ziemlich viele Truhen gibt. Da ist eine Truhe, aber wie kommt man denn hier ran? Hieb. Kommt man hier irgendwie nicht ran? Oh scheiße, vielleicht von der anderen Seite. Hallo, kommt man hier irgendwie nicht ran? Ich riskiere es. Was soll's? Ja, so ist wahrscheinlich besser. Eisenschuhe. Schön. Springen wir jetzt hier runter. Hier und danach hier. So. Das haben wir fast keinen Fallschaden bekommen. Nice. Oh, es wird Nacht. Oh Gott, es fängt an, Gift zu regnen. Und das ist eine Spinne. Was zur Hölle? Warum ist da eine Spinne? Seit wann gibt es hier Monster? Hä? Ach, das ist gar kein Giftregen. Es spawnen überall Spinnen. Hallo Kuh, willst du mal hierher kommen? Komm her. Dass es funktioniert. Ja, hier, lecker Weizen. Lecker. Danke für das Fleisch. So. Ja.
Flintenstiel legen wir mal hier hin. Kompass, hallo, ist jemand in der Nähe? Nein? Gut. Besser so. Oh, da ist noch eine Truhe, die ich übersehen habe. Und ein Helm. Perfekt, jetzt haben wir eine volle Rüstung. Was haben wir denn noch hier bekommen? Enchanting-Dinger. Ein Eisenschwert wäre jetzt noch nice. Ja. So. Erstmal durchatmen. Es sind noch 5 Spieler übrig und die haben alle keine Partner. Das heißt, wir müssen schon mal nicht gegen ein Team kämpfen. Finde ich vorteilhaft. Dazu. Hier hat noch niemand was ausgeraubt. Ist Leder oder Gold besser? Ich glaube Gold. Ja, Gold ist besser. Hier ist Erfahrung, das heißt, hier war eigentlich schon jemand. Aber gucken wir vorsichtig. Aber oh, hier war wohl noch nicht jemand. Wir haben jetzt eine Ketteneisenrüstung. Sieht auch. Oh, der Showdown schon in 10 Sekunden. So, hoffen wir mal, dass wir ein bisschen Glück haben. Und nicht allzu arg abkacken. Der hat auch eine volle Außenrüstung. Der auch. Ich weiß nicht, ob unsere Rüstungen gleichwertig sind. Ich halte mich jetzt erstmal von der Lava fern. Kann man das überhaupt? Es sind 4 Leute. Und der Ziel. Aua! Okay, ich bin tot. Hä? Ich kann mich nicht bewegen. Was ist hier los? Was ist hier los? Hä? Was war bitte das? Ich konnte mich einfach keinen Zentimeter lang. Ich konnte mich einfach nicht bewegen. Komisch. Ja, egal. Und es hat total abgespackt. Ich konnte überhaupt nichts machen. Naja, egal, das war's mit der Runde. Ich hänge jetzt noch eine Runde ran. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Survival Games. Wir sind endlich mal auf einer Map, auf der wir noch nie gespielt haben. Kolosseum heißt die. Ja, es heißt wirklich Kolosseum und nicht Kolosseum. Die wird Kolosseum geschrieben. Wir sind im 2. Distrikt. Ah, okay, wenn wir zusammenbleiben, dann sind wir stärker. Okay, es geht in 3 Sekunden los. Ich kann die Zahl nicht sehen. Uah. Nein, nein. Oh, Mann, oh. Ich habe einen Stock. Und einen Stein. Jawohl. Ein Goldschwert. Renn. Ich weiß nicht, wo es hier lang geht, aber ich kletter einfach mal hier hoch. Und ich habe 2 Pfeile. Ich bin Bowmaster. Ich habe es endlich herausgefunden, für was der Bowmaster gut ist. Ich habe den nie genommen, weil ich nicht wusste, was der kann. Ich glaube, der kann unendlich Pfeile schießen. Oder er hat die Möglichkeit. Los, komm her. Der wäre tot. Okay, jetzt erstmal die Rüstung anziehen. Der hätte doch noch eine Hose gehabt, okay. War hier irgendwas Interessantes drin? Mockingjay. Irgendwie halt die bessere Hose. Okay, hier geht's lang. Da ist noch eine Truhe. Perfekt. Ah, okay. Der Bowmaster hat eine kleine Chance, den Pfeil wiederzubekommen, den er geschossen hat. Oh, geil. Vergammeltes Fleisch. Könnte ein Sarg gewesen sein, was ich da gerade geöffnet habe. So, hier geht's raus. Ich habe die Map ernsthaft, ehrlich gesagt, noch nie gespielt. Ich habe keine Ahnung, wo es hier Truhen gibt. Ich renne hier einfach mal in die Wüste rein. Oder was auch immer das darstellen soll. Ich glaube schon in die Wüste. So, ist hier denn nirgendwo eine Truhe? Hallo. Truhe bei Fuß. Ah, da. Seht ihr? Ich habe meine Truhen gut erzogen. Lebt mein Partner noch? Ja, mein Partner lebt noch. Und Pfeile, schön. Als Bowmaster können wir die natürlich gut gebrauchen. Lege ich mal das Schwert auf die 2, wie immer. ich renne hier einfach mal im Kreis und hoffe, eine Truhe zu finden. Und das Feuerzeug lege ich hier auf die 4, damit ich Leute anzünden kann. vier Distrikte und 6 Spieler. Das heißt, mein Team ist noch übrig und das andere Team.
So, der will seinen Partner rächen und ich habe seinen Partner getötet. Das heißt, er will mich töten, aber er weiß es ja nicht. Oder er ist Sherlock Holmes und schlussfolgert aus meiner Aussage, dass sein Partner tot ist, dass ich den Partner getötet habe. Oder den Tod zumindest gesehen habe. Ah, ja. Gehen wir mal hier lang. Oh, ich bin so ein Depp. Ich habe ganz vergessen, die Playlist anzumachen. Muss ich das jetzt noch hier anzumachen? Nee, lassen wir was mal. Ich hinterlege das einfach im Nachhinein mit Musik. Nein! Nein! Okay. Lecker Hühnchenfleisch. Äpfel. Ich brauche aber lieber Rüstung. Alter, wie groß ist die Insel hier? Stöcke ohne Ende. Zwei Eisen wären auch nicht schlecht. Dann könnte ich mir nämlich ein Eisenschwert greifen. Da geht's ein Turm hoch. Glaube ich zumindest. Geht's da rein? Ne, wahrscheinlich nicht. Aber das machen wir gut dran. Ein bisschen paranoid, deshalb gucke ich mich hier ein bisschen um. Die ist schon leer, das heißt, hier war ich schon mal. War ich hier auch schon mal? Ja, ich bin dumm. Ich glaube, ich laufe im Kreis. Und da ist noch eine Truhe und die ist natürlich nicht leer. Gut. So, jetzt habe ich schon eine fast voller Rüstung. Zwar keine gute, aber hey. Wir haben 16 Pfeile. Dann kann ja nichts schief gehen. Irgendwie finde ich gerade während des Spielens, also ich habe schon vor der Aufnahme ausprobiert, wie das jetzt am besten ist, ich finde wirklich keine gescheite Position, in der mir die Tastatur bequem in der Hand liegt. Das ist wirklich voll komisch. Deshalb verkacke ich hier auch viele Sprünge und sowas. Weil einfach die Tastatur nicht gescheit liegt und ich finde einfach nicht die gute Position dafür. Was mir auch in letzter Zeit fehlt, ist dein Aufnahmepartner. Ja, ich bin forever alone. Ja, keine Ahnung. Ich werde mal vielleicht versuchen, einen zu finden. Weil alleine ist es schon immer ein bisschen Trost. Ein bisschen kahl. Ein bisschen langweilig. Oh, da ist noch eine Truhe auf dem Baum. Ich kann mich daran erinnern, noch keine Truhe auf dem Baum geöffnet zu haben. Hallo Baum, danke für die Truhe. Für was soll ich denn die ganzen Stöcke verwenden? Soll ich einen Zaun bauen und den während des Deathmatches vor die Fresse des anderen werfen? Platzieren. Jawohl, endlich mal was Gescheites. Das finde ich jetzt schon besser. Was? 20 Minuten? Achso, okay. Dachte gerade schon. Wo ist. Eigentlich müsste mein Kompass auf das Care-Package zeigen. Ja, komm, zeig's mir. Ah, das Spinnen-Event ist schon wieder da. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Scheiß Viecher. Stirbt. War hier nicht noch eine? Doch, da. Wow. Das war jetzt voll. Oh, nein. 30 Sekunden. Mano, ich wollte eigentlich noch die Truhe holen. Damit ich eine bessere. Aber ich habe Pfeile. So, jetzt versuche ich noch eine bequeme Position für die Maus zu finden. Oh, eine Hose. Geil, ich brauche Schuhe. 15 Sekunden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, schaffe ich es noch da hoch? Oh, ne. Kann ich den schon abschießen? Nein. Es sind zwei Leute, drei Leute. Warum kann ich mich nicht bewegen? Warum kann ich mich denn nicht bewegen? Ich kann hüpfen. Aua. Ja, ich habe ihn getroffen. 9 Pfeile noch. Scheiße. Scheiße. Was? Hier ist noch. Ah, nee, das sind Zuschauer. Ich dachte gerade schon. Ja, ich habe ihn in die. Jawohl, ich habe gewonnen. Nice. Ich habe ihn irgendwo ins Feuer oder so reingeschubst. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Aber ich habe gewonnen.
Alles klar, das war's mit der Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst eine Bewertung da. Wenn nicht, dann auch. Dann bis zur nächsten Runde Survival Games. Ciao!